Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Säulen der Erde. Wir müssen immer noch das Buch für Aliena finden, das im Haus des Priors bzw. im Skriptorium ist. Und ich gehe davon aus, dass wir die streitenden Arbeiter irgendwie dazu bringen müssen, dass sie sich vertragen. Oder aber, dass sie arbeiten, je nachdem. Das haben wir, glaube ich, alles in der letzten Folge schon gehört, oder? Ich weiß, wer für euch zwei ein strahlendes Vorbild wäre. Oh nee, das hatten wir doch nicht. Ach doch, andere Leute erwägen. Das haben wir beim letzten Mal schon gesagt. So, der Graf von Shiring. Alfred-Bilder? Der Graf von Shiring. Welcher genau? Naja, nicht der aktuelle, ne? Graf Bartholomäus oder der Setzer? Nee, der nee. Neue. Nee, nee, der Bartholomäus, wenn Percy dann. Hamley! Du kennst den Namen unseres Grafen nicht? Mein Graf ist es sicher nicht. Ich bin aus Earl's Castle. Bartholomäus war ein Graf und ein guter Mann. Aber jetzt ist er tot. Weg. Du solltest den Namen deines neuen Grafen kennen. Welchen? Vom Fettsack. Die streiten Percy sich nur noch mehr. Hamley. Weißt du was? Ich weigere mich, mir seinen Namen zu merken. Was? Warum? Aus Trotz. Was er meinem Grafen angetan hat, war nicht richtig. Das, was du hier machst, ist auch nicht richtig. Deinen Namen merke ich mir auch nicht mehr. So. Oh Mann, ey, wie das die Kinder. Das magst du nicht. Schon passiert. Okay, Alfred Bilder. Alfred Bilder. Oh, der ist ein gutes Beispiel. Oh. Er ist jetzt Baumeister. Aber er trinkt auch ganz gern mal ein Bier, nicht wahr? Und ja, das tut er. Aber bei der Arbeit ist er immer nüchtern. Immer. Weißt du, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr wie Alfred sein. Ach, sehr gut. Ich auch. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Also dann, zurück an die Arbeit. Nein, meine Pause ist noch nicht vorbei. Ich hätte gehofft, wir haben ihn jetzt soweit. Alfred Bilder wüsste genau, wann es Zeit ist, wieder zu arbeiten. Alfred Bilder wüsste auch genau, wann er verdammt nochmal sein Maul halten sollte. Das bezweifle ich. Ich auch. So, andere Leute erwägen ja. Es gibt ja sonst niemanden mehr, oder? König Stefan Jackson. Ja, König Stefan, ich weiß nicht, wie die dem so gegenüberstehen. Ich sag's einfach mal. Was ist mit König Stefan? Also das ist mal ein Mann, der viel rumsitzt. Woher willst du das denn wissen? Er hat einen Thron. Er ist der König. Natürlich hat er einen Thron. Und auf dem sitzt er herum. Er hat einen Thron. Heißt, er ist ein Mann, der weiß, wie man richtig herumsetzt. Ah, so wie du also. Ja, genau. So wie ich in meiner wohlverdienten Pause. Oder so wie du in deiner, wenn du den halben Tag im Scheißhaus verbringst. Aber das hab ich doch gar nicht. Ich hab dich doch bis hier furzen hören. Glaubst du wirklich, ich will einen halben Tag auf dem Scheißhaus verbringen? Glaubst du das wirklich? Oh, sind die schlimm. Okay, Jack Jackson, das wird ja wohl gar nichts bringen, ne? Ah, Jack Jackson. Wer ist das denn? Nie von dem gehört. Hey, das bin ich. Ja. Dachte, du wärst Jack Bilder. Naja, beides. Weiß nicht so recht, was ich von dir halten soll, wenn ich ehrlich bin. Solltest du nicht arbeiten? Ja. Du läufst die ganze Zeit nur durch die Gegend und erledigst eigentlich auch nichts. Da hat er recht. Halt du uns wenigstens nicht von der Arbeit ab. Verstanden? Vergesst es einfach. War das Ganze jetzt hier umsonst? Andere Leute erwägen. Wen haben wir denn noch? Bruder Arnold, der Subprior. Ob die den wohl mögen? Naja, Bruder Arnold weiß ich jetzt nicht, aber... Ach, ich mach einfach mal beides. Bruder Arnold. Ein gutes Beispiel für wahr. Der arme Mann steht mit einem Fuß im Grab. Und was ist deine Entschuldigung, auf dem Friedhof herumzulungern? Was ist deine Entschuldigung, dass dein Gesicht mit diesem Bart aussieht wie ein Bärenarsch? Geh wieder an die Arbeit! Niemals! Ey, wir müssen den jetzt irgendwie überzeugen können. Ja, ist doch gut jetzt. Ich wollte jetzt hier nicht die ganze Folge den Streit hier klären. Der Subprior.
Oh, fang mir bloß nicht mit Supria Remigius an. Er ist ein hart arbeitender Mann. Das ist er. Kein Zweifel. Was? Dass er ein hart arbeitender Mann ist. Wer? Oh. Ich glaube, das war richtig, oder? Subprior Remigius, du Trottel! Oh, oh. Was? Wie können Sie es wagen? Oh, oh. Wie könnt ihr es wagen? Schreit ihr auf dem Friedhof herum wie wilde Heiden? Aber ich, wir... Ruhe! Wisst ihr überhaupt, wie schwer die Arbeit eines Subpriors ist? Wie viel Hingabe und schmerzhafte Arbeit es ist, unsere Novizen zu unterrichten, unsere Mönche? Und ihr wagt es, mich einen Narren zu nennen? Wir haben doch nicht... Ruhe, sagte ich! Lasst mich über einen Weg nachdenken, wie ich euch zwei verständlich machen kann, welches Betragen ich von euch in Zukunft erwarte. Die werden wohl eine Weile beschäftigt sein. Sehr gut. Das trifft sich doch gut. Dann gehen wir ganz, ganz schnell hier rein. Jonathan ist auch wieder mit dabei. Chorsänger sieht nach harter Arbeit aus, sollte sich mal ausruhen. Woran arbeitest du? Geh weg. Okay. Ich muss mich konzentrieren. Ja gut, was ist mit dir? Woran arbeitest du? An einer Kopie von dem Buch, das Philipp geschrieben hat. Wir haben das Original letztes Jahr fertiggestellt. Ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat. Nur wenige wissen das. Der Inhalt ist... Er ist etwas kritisch, was die Kirche und Bischöfe angeht. Oh. Nach seiner Erfahrung mit Bischof Walleron hat er sich mit etwas beschäftigt, das er Judicia Cleri nennt. Judicia Cleri? Die Urteile des Klerus? Ja. In der Vergangenheit gab es viele grausame Prüfungen, um die Schuld oder Unschuld eines Mannes zu bestimmen. Der Herr selbst sollte über sie richten. Diese Verfahren nannte man Judicium Dei, das Gottesurteil. Mancher musste glühende Eisen mit bloßer Hand halten. Andere wurden ertränkt und einige dem Scheiterhaufen übergeben. Wenn sie unschuldig wären, würde Gott sie erretten. Es gäbe keine Märtyrer, wenn das wahr wäre. Selbst Adolphus wäre verschont worden. Ja, Gottes Wege sind unergründlich. Philipp will, dass diese schrecklichen Verfahren ein Schatten der Vergangenheit werden. Denn Grausamkeit führt stets nur zu mehr Grausamkeit. Aber ich habe von Wundern gehört. Heilige, die selbst den Scheiterhaufen überlebten. Ja. Philipp glaubt, das waren keine Gottesurteile, sondern Urteile, die der Klerus bestimmt hat. Ja, der Philipp, der ist ein guter Mann. Richtig. Märchen und manipulierte Richtsprüche, um Freunde und Verbündete des Klerus freizukaufen. Falsche Wunder? Und die Kirche steckt dahinter? Klingt, als wenn Philipp nach Ärger sucht. Wenn man jemanden solcher Scharlatanerie und Ketzerei bezichtigt, wird die Antwort darauf sicher nicht freundlich ausfallen. Dennoch glauben wir, dass Philipp recht hat. Oh, die glauben ihm sogar? Dies ist das zweite Jahrtausend. Es wird Zeit, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie dem auch glauben. Ich frag mich jetzt nur, was ist mit dem Remigius? Also der darf das doch nicht wissen, oder? Die Gerechtigkeit der Kirche. Ich glaube nicht, dass der das dulden würde, dass sie das hier abschreiben. Philipps Buch, Die Gerechtigkeit der Kirche, verfasst 1140. In lateinischer Sprache verfasst, wird Philipps Buch im Skriptorium von den Schreibgelehrten von Kingsbridge kopiert und hat seinen Weg mittlerweile in die Buchsammlungen der Klöster von England und in der Normandie gefunden. Hauptsächlich wird es in den höheren Kreisen der Kirche gelesen, denn der Inhalt des Buches ist anspruchsvoller und viel gefährlicherer Natur. In seinem Buch äußert sich Philipp kritisch zu Feuerproben und anderen angeblichen Gottesurteilen. Seit Jahrhunderten wird behauptet, dass es der Zweck dieser Feuerproben sei, die Schuld eines Menschen zu beweisen. Die Kirche gibt dabei vor, dass die Unschuldigen gerettet werden würden. Doch Philipp schreibt, dass der Mensch Gott zu so einer Urteilsbekündung nicht zu zwingen vermag, nicht einmal der Papst. Der Mensch dient Gott und nicht Gott den Menschen.
Philipp glaubt, dass Wunder, die sich bei diesen Feuerproben zugetragen haben sollen, nichts anderes als Fälschungen waren, um Freunde der Kirche von ihren Sünden freizusprechen. Feinde der Kirche hingegen wurden getötet oder verstümmelt. Weiterhin schreibt Philipp, dass die Existenz der Märtyrer ein Beweis dafür ist, dass Gott die Unschuldigen nicht einfach rettet. Daher müssen Feuerproben und andere Gottesrituale, Gottesurteile, nicht Rituale, verboten werden, so Philipp. Ja, ich sag's ja. Guter Mann, der Philipp. So viele Geschichten, so viel Weisheit. Die meisten sind viel interessanter als die Bibel. Viele davon habe ich noch nicht gelesen. Die meisten, um ehrlich zu sein. Können wir denn, wenn wir das hier im Bücherregal benutzen, können wir das dann finden? Nein. Nein, okay. Hier ist es nicht. Ach so. Vielleicht wissen die Mönche ja, wo genau. Ich dieses Buch finden kann. Genau, das hätte ich nämlich jetzt als nächstes ausprobiert, so mein Lieber. Ich suche nach einem Buch von Ovid. Oh, in Shiring und Winchester haben wir ein paar davon gesehen. Es gibt auch die ein oder andere Kopie in Salisbury, glaube ich. Welches suchst du denn? Die Amoris. Hast du davon schon mal gehört? Na, das war doch eine der Niederschriften in Winchester, denke ich. Hast du es gelesen? Ich? Natürlich hat er es gelesen. Ich weiß nicht mehr genau. Natürlich. Das ist nur zu schlüpfrig, um das jetzt zu erzählen. Ein oder zwei Seiten. Klingt nach dem richtigen Buch. Und Winchester ist doch gar nicht so weit weg. Ich sollte Ellie sagen, was ich herausgefunden habe. Ach, sehr gut. In Winchester haben sie eine Kopie der Amoris. Na gut, sind die Wangen hier von ihm jetzt gerade rot geworden? Oder war das die ganze Zeit schon so? Die sind da immer noch dran. Okay, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt wieder. Und dann hoffe ich sehr, dass Aliena auch zu Hause ist. Hier war das Haus, na genau. Komm, Jonathan, erzählen wir Ellie, was wir rausgefunden haben. Oh, das ist aber schon ein gutes, großes Haus. Hallo, Katze. Hallöchen, du guckst gerade sehr grimmig. Aber ist schon okay. Vor allem wirkt die mega riesig. Ranulf von Chester und sein Halbbruder haben Stefan die Burg von Winchester weggenommen. Jetzt haben wir die Chance, sie zurückzugewinnen. Wir? Wer ist wir? Ganz England stöhnt unter neuen Steuern und wird zerrissen von diesem sinnlosen Streit. Sinnlosen Streit? Du glaubst immer noch, ich spiele nur herum? Nein! Ich riskiere mein Leben, Ellie. Für dich und mich. Das ist kein Spiel. Das weiß ich. Wirklich? Es ist eine Ehre, Ritter des Königs zu sein. Eine Ehre, die eine Menge Geld kostet. Er hat gelauscht. Jetzt hast du es zerbrochen, Jonathan. Oh Mann. Da ist jemand an der Tür. Ich bin gleich zurück. Kann es übrigens sein, dass alle gealtert sind, nur die Aliena nicht? Und vielleicht der Prior und Tom? Oh. Geh mal spielen. Jack. Hey. Na? Ja. Was Na, machst ja. Du? Ich... Oh, schaut mal, hier unten der Jonathan. Hast du Besuch? Ich hab dich vermisst. Nee, das kann ich nicht sagen, dann weiß der Bruder das. Hast du einen Besucher? Was denn? Bist du etwa eifersüchtig? Alles in Ordnung bei dir? Ja, es dauert nur eine Minute. Tut mir leid, mein Bruder ist hier. Er muss bald nach Shiring zurückreiten. Ah, verstehe. Nun gut. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich etwas über das Buch herausgefunden habe. Welches Buch? Oh, Ovid, hast du wirklich noch danach gesucht? Aber natürlich. Natürlich. Warum auch nicht? Ich weiß nicht. Es kam mir nur so vor, als gäbe es gerade so viele Probleme auf der Baustelle. Wo wir gerade davon sprechen. Könntest du Philipp ausrichten, dass mir eine Idee gekommen ist, wie wir die Arbeiter bezahlen können? Oh, wie denn? Ich werde all seine Wolle kaufen und selber wieder auf der großen Wollmesse verkaufen. Aber ich muss erst nach Shiring und das Geld besorgen. Alles klar. Ich werde es ihm ausrichten.
In Winchester haben sie eine Kopie der Amoris. Oh. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der es besorgen kann. Oh. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass Philipp sein Geld bekommt und mit Percy spricht. Wem? Percy Hamley, dem Grafen. Percy Hamley ist ein fetter Tölpel. Das weißt du ganz genau. Glückwunsch! Jeder hat dich gehört. Ja, und? Sie sind alle Bastarde. Ich denke, ich sollte jetzt gehen. Ja, das ist wahrscheinlich besser. In Ordnung. Sehen wir uns später, Jack? Natürlich. Oh, die sind so süß, die beiden. Oh Gott, und er also, ist noch viel süßer. Das Wort solltest du besser ganz schnell vergessen, kleiner Bruder. Bastarde. Für sie hast du also Geld, Ellie. Du belauschst mich also. Großartig. Der Handel mit Philipp wird ihm und uns helfen, Richard. Robert von Gloucester rückt in diesem Moment auf Lincoln vor. Morgen werden wir von Shiring aus losreiten. Und was ich von dir brauche, ist Geld für ein neues Schwert und ein Gambeson. Und ich will mein Schild in Stephans Farben bemalen lassen. Nein, Mann! Führt das alles irgendwo hin, Richard? Du bist nun schon seit Jahren damit zugange. Und hat der König je erwogen, dich zum Grafen von Shiring zu machen? Noch nicht. Aber ich habe Seite an Seite mit ihm gekämpft. Er kennt meinen Namen, Ellie. Oh. Na gut. Ja, aber ist der irgendwie doof geworden? Wir treffen uns in Shiring. Ich bringe das Geld mit. Also ich meine, es sind jetzt viele Jahre vergangen. Das schon. Aber trotzdem. Also ich meine, die haben den Vater in den Kerker gepackt. Die Hamleys sind totale Idioten. Philipp? Und er geht da jetzt ja? mega ab, oder was? Weil Alena den Namen sagt, kennt. Dass ihr eure Arbeiter bezahlen könnt. Sie hat genug Geld, um jetzt schon die ganze Wolle der Priorei aufzukaufen und dann selbst in Shiring weiterzuverkaufen. So könnt ihr euer Geld früher bekommen. Ist das wahr? Aber ihr müsst sie selbst nach Shiring begleiten. Sie muss das Geld erst noch holen. Je früher, desto besser. Ich muss ohnehin mit Percy Hamley sprechen. Danke, Jack. Aber jetzt kehr besser wieder zurück an deine Arbeit. Ach ja, die gute Arbeit. Tom will mit dir sprechen. Der fragt doch jetzt sowieso nur, ob ich fertig bin. Wo ist der denn? Der ist gerade gar nicht hier, ne? Dann wird er wahrscheinlich... Wenn ich Tom jetzt anspreche, wird er darauf bestehen, dass ich auf der Baustelle bleibe und weiterarbeite. Ach so. Habe ich hier draußen wirklich alles erledigt? Ach so, bleibt noch etwas länger draußen. Ja klar, er hat ja auch keinen Bock, ich denke, ne? Ich bleibe noch etwas draußen und treffe Tom dann später. Ja, der Gute hat ja auch keinen Bock, da was zu machen. Also das Ziel ist, arbeite weiter. Aber wir können ja generell noch mal gucken, ob wir vielleicht noch mit ein paar Leuten hier sprechen können. Eventuell auch noch mal mit Martha. Hey. Jack, wie gefällt dir der Stein, den ich für deinen Kragstein ausgesucht habe? Ja, fantastisch. Danke. War genau richtig. Ich muss nur noch besser meißeln lernen. Das braucht Zeit, Jack. Nur Geduld. Und jetzt geh besser wieder an deine Arbeit. Wer weiß, wie lange okay. es hier überhaupt... Ja, ich finde das wirklich so witzig, ne, dass ihm alle sagen, hey, komm, geh mal arbeiten. Bunte Stoffe. Martha und Ellen haben die gefärbt. Teil von Alienas Geschäft. Können wir damit irgendwas machen? Was ist? Stoffe zu walken ist harte Arbeit, nicht wahr? Ziemlich hart. Darum haben wir auch so wenige zu verkaufen. Wenigstens verkaufen die sich gut. Warum fragst du? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Vielleicht auch nicht. Oh, was denn für eine Idee? Und vor allem, was ist denn noch hiermit? Tom besteht darauf und Alfred wird es noch bereuen. Was würde sie denn dazu sagen? Hast du Alfred gesehen? Nein, habe ich nicht. Wieso fragst du? Ihr streitet doch etwa nicht wieder? Er hat angefangen. Das sagst du immer. Ja, vielleicht sollten wir den erst suchen und darauf ansprechen. Nur wo soll der sein, ne? Was ist, wenn wir das hier sagen zu ihr? Sie ist sehr tüchtig. Aber ich werde sie nicht meinen Krag stellen. Okay. Wo könnte der denn sein? Kreuzgang, Küchentür. Nee, Küchentür muss nicht sein. Ich gehe nochmal hier rein. Eventuell kommen wir ja ins Kapitelhaus. Das war nur die Front der Kathedrale. Da geht's ja sowieso nicht hin. Tür in die Kathedrale, Weg zum Friedhof, Kapitelhaus. Ist wahrscheinlich zu, oder? Okay.
Das Kapitelhaus. Hier treffen sich die Mönche. Tür in die Kathedrale, Weg zum Friedhof. Leute, wo ist der Alfred? Wo könnte der sein? Mit euch haben wir schon gesprochen. Ich guck noch mal eben kurz auf die Karte. 1141, genau. Habe ich vielleicht irgendwas hier übersehen? Stelle, warum sollte er da sein? Mühle, Zollstation, Lichtung muss nicht unbedingt sein. Wir könnten es probieren. Wir schenken und, euch unser oh Gott, Vertrauen. Die sind da immer noch am Quatschen. Wir könnten es versuchen. Wie komme ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt geschickt wieder nach draußen? Weg zur Front. Ja, ja, das ist doch richtig, oder? Genau, ich wollte nämlich jetzt noch mal versuchen, dass wir zur Mühle gehen. Und eventuell diesmal auch reingehen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Und wer weiß, was wir da so finden. Was ist denn hier? Verwitterte Worte. Jemand hat hier etwas in den Balken geritzt. Ausgeblichen und verwittert. Kann nicht erkennen, was es war. Eine geniale Erfindung. So viele Möglichkeiten, so viel zu lernen. Ja, das bringt uns bei der ganzen Alfred-Sache aber auch nicht weiter. Hm. Das Wasser treibt das Rad an. Ja. Dann noch mehr Räder. Und den Mühlstein. Das heißt, das Wasser treibt den Mühlstein an. Im Großen und Ganzen, ja. Die Bewegung des Wassers wird benutzt und in eine andere Bewegung umgewandelt. Das Mahlen des Mühlsteins. Sollte es dann nicht möglich sein, auch andere Bewegungen zu erzeugen? Wir benutzen ja auch Räder, um Lasten auf der Baustelle nach oben zu ziehen. Mit der richtigen Mühle lässt sich vielleicht ein Hämmern oder Sägen erzeugen. Okay. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich vielleicht mal etwas ausprobieren. Alles klar, dann kommt das hier anscheinend später noch. Was machst du da unten? Jonathan, der mit Ameisen spielt? Darf ich mal? Eine Handvoll Ameisen, geschäftige kleine Tiere? Keine Ameisen. Was? Ich habe nur ein paar genommen. Das sind nicht alles deine Ameisen. Okay, und was mache ich mit Ameisen? Was ist das hier, Mühlwerk? Achso, nee, das möchte ich nicht. Was ist hier hinten, Hinweisinventar? Nein, nein. Was ist hier? Verwitterte Worte. Leute, was mache ich denn jetzt mit Ameisen? Ich bin ganz verwirrt. Arbeite weiter, das ist unser Ziel, Wespennest. Ich gehe besser nicht zu nah ran. Naja, ist denn vielleicht hier hinten noch was, Mühlrad? Wenn ich einmal mehr Zeit habe. Okay, dann überlegst du. Das Wasser ist hier, das Getriebe ist hier. Warum? Ja, ja, gut, er hat da später irgendwas vor. Kommen wir darüber. Weide, Weg zur Brücke. Moment, welche Brücke denn jetzt? Die vorne beim A, beim Zollhaus. Fluss. Ja, gut. Leute, was machen wir mit Ameisen? Ich kann die bei der Ellen nicht wirklich gebrauchen. Der Paul wird die nicht gebrauchen können. Die Valkarin wird die nicht gebrauchen können. Ich habe keine Ahnung. Da ist ja sonst auch nichts, ne? Nein, Straße nach Norden. Ja, da können wir nicht hin. Eines Tages werde ich nach Gloucester reisen. Wenn der Krieg vorbei ist. Aber nicht heute. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Ich werde vermutlich beim nächsten Mal noch ein bisschen rumlaufen, in der Hoffnung, dass ich noch eine Verwendung für meine Ameisen finde. Vielleicht auch erst in der Kathedrale, ich weiß es nicht. Aber vielleicht gehen wir dann nochmal so ein paar Orte ab und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!